So, erstmal habe ich vorgehabt, um 8 Uhr auf einem Arbeitsplatz aufzutauchen. Jetzt will ich um 7 Uhr da sein. Die Jamie hat mir letzte Nacht noch eine Textnachricht geschickt. Ja, ich musste QE Ground Run. Um 9 Uhr geht es in Turtle Bay los. Das heißt, dann habe ich gefragt, ja, wann soll ich denn da sein? Und meinte ja, earliest thing in the morning. Oder erstes, wann soll ich da sein? Erstes Ding am Morgen. Ich so, hä? Na, auf jeden Fall soll das Wetter auch tricky werden. Es ist super windig, jetzt schon, 25 Knoten. Es soll IFA zwischendurch in der Mitte der Insel werden. Ey. Und ich habe null Bock. Wegen dieser ganzen Geschichte am Wochenende habe ich heute nicht frei. Nervt mich. So, Stau gab es zum Glück nicht. Genau 1 Minute nach 7 bin ich da. Bin ich also super pünktlich. Bock habe ich trotzdem nicht. Weil ich, ja, halt arbeiten muss. Was nicht der Fall gewesen wäre, wenn das am Wochenende ein bisschen anders gelaufen wäre. Ja, heute ist natürlich die Jamie da, der Supervisor der Ground Crew, der Koji, unser Supervisor. Das Geile ist halt, morgen muss ich wieder hierher für das Pilotenmeeting. Hey, komme ich hier an um 7, ne? Macht der Koji QE fertig, für den ich jetzt reingekommen bin, eine Stunde früher. Prefällt der den? Ey. Ich weiß nicht, was hier schon wieder los ist, Mann. Hey, die haben alles Mögliche an Teilen ausgetauscht, ja? An dieser Air Condition. Die funktioniert einfach nicht. Der Kompressor, dieses Ding, sollte sich eigentlich drehen, tut's nicht. Ich meine, heute ist es jetzt nicht so super warm, es ist bewölkt, das Wetter ist schlecht. Aber da ist kein Unterschied zwischen Fan und AC. Funktioniert einfach nicht. Fantastisch. So, gerade ist der Helikopter gelandet, den wir jetzt bekommen. Der zweite mit einem hässlichen Paintjob. Aber, ja, jetzt haben wir hier gerade 3 Helikopter stehen. Aber der in der Mitte, der geht jetzt nach Maui für die, keine Ahnung, 150 Stunden Inspektion oder sonst was. Und dann kommt er am Donnerstag wieder. Ja, Donnerstag stehen 3 Helikopter auf dem Plan. Heute natürlich nicht. Das waren mal wieder falsche Informationen. Nee, ab morgen. Hä? Also irgendwas läuft hier schief. Also der zweite Helikopter ist noch nicht mal flugbereit. Ich könnte einfach sagen, nö, fliege ich nicht ohne AC. Mache ich wahrscheinlich. Ey, das Wetter wird immer schlechter, ja. Koji. Der macht doch nicht mal so einen Wettercheck, kurz bevor er abhebt. Ey, ich meine, wir haben hier schon Manche oder IFA. Das wird gleich bald IFA. Die Weathercams, die sehen furchtbar aus, aber der fliegt. Okay. Have fun. Ich habe der Jamie schon gesagt, die Air Condition kriegen sie nicht hin. Das Wetter ist schlecht. Ich sag Turtle Bay ab. Das Problem ist, dass der Mechaniker weiterhin an der Klimaanlage arbeitet und zwischendurch einen Ground Run braucht. Das heißt, ich muss die Mühle anschmeißen und die AC anschmeißen dann. Und das kann natürlich nur ich. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier bleiben. Und kann nicht nach Hause. Ich meine, was würde ich zu Hause machen? Einkaufen, Wäsche waschen. Ich muss ja morgen wieder hierher. Die ganzen Turtle Bay-Flüge sind abgesagt. Jetzt bin ich mal gespannt, wann ich nach Hause kann. Der Mechaniker hat den Helikopter gerade in den Hangar gepackt und charge den jetzt. Das wird wahrscheinlich genau gar nichts bringen. Aber mal sehen. Ich konnte hier auf Fox, da gibt es so eine Stunde Preview, das Spiel gucken hier, Kroatien, Italien. Was nicht nur, dass der Schiedsrichter 8 Minuten Nachspielzeit gibt, ja. Dann schießen in der allerletzten Minute, in der allerletzten Dingsbums noch ein Tor, die Italiener. Und bleiben im Turnier und die Kroaten sind draußen. Ey. So, jetzt haben wir mittlerweile kurz nach 11 und ich hänge hier immer noch rum. Ich bin müde, angepisst und will nach Hause. Aber mein Logbuch mache ich hier gerade. Da war ich schon 1,5 Monate hinten, aber so viel ist da jetzt immer noch nicht drauf gekommen. Was immer der Mechaniker auch gemacht hat, 11:30 mittlerweile, ich habe einen Ground Run gemacht und die Klimaanlage, die bläst kühlere Luft als das, was der Fan
ohne Klimaanlage blasen würde. Und von daher wird der Helikopter jetzt freigegeben und dann gehe ich nach Hause und stehe natürlich auf Standby. Das heißt, es können Flüge draufkommen. Aber ich hoffe nicht. So, ich bin jetzt zu Hause. Kurz vor eins. Und ich habe mir diesen Weed-Mäher, diesen Rasenmäher da ausgeliehen. Da aber jetzt gerade die krasse Sonne scheint, ich habe auch keinen Bock. Jetzt entspanne ich mich erstmal. Und dann rege ich mich ab über das, was da heute alles mal wieder gelaufen ist bei Blue Hawaii. Und dann gucken wir mal. Die Sonne war so gut wie aus dem Garten verschwunden. Das heißt, ich konnte den Rasen trimmen. Man, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er jetzt kurz. Kam einiges an Gestrüpp zusammen. Muss gleich erst mal ein bisschen trocknen. Ja. Oh, das geht vielleicht mal in die Unterarme. Unglaublich. So, Glanzleistung ist es nicht. Aber so super akkurat muss es ja auch nicht sein. Den Anspruch habe ich jetzt nicht. Nichts mehr passiert. Bisschen Poker gespielt, einen Film geguckt. Ja. Und Salat mit Schrimps. Es weht, aber es soll morgen ein bisschen weniger windig werden. Allerdings soll die ganze Woche noch wehen. Soll ja morgen. Weiß ich noch nicht. Habe ich halt auf jeden Fall irgendwann das Pilotenmeeting. Wann? Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich eher so am frühen Abend. Denn die Kollegen fliegen ja den ganzen Tag. Ich bin mal gespannt, wer für Mittwoch einen dritten Helikopter bekommen, aber es sieht nicht so aus. So, ab ins Bett. 12:30.